gegen den alltäglichen Rassismus, gegen Nazibanden und das Sterben im Mittelmeer. Der Kampf gegen den Rechtsdruck heißt auch Kampf der inneren Sicherheit. Denn wenn wir eins gelernt haben aus den letzten vergangenen Jahren BRD, dann bedeutet Verschärferung von Sicherheitsgesetzen nicht mehr Sicherheit für den Einzelnen, sondern immer ein Abbau von Persönlichkeitsrechten und Grundrechten, die letzten Endes mit Terrorismus bekämpft werden. Aus diesem Grund werde ich an dieser Stelle einen kleinen, hoffentlich mobilisierenden und einladenden Redebeitrag für euch vorlesen, der euch dazu animieren soll, am November ins schöne Magdeburg zu kommen, denn da findet die Innenministerkonferenz statt. Das heißt, Seehofer und all die ganzen anderen Schweinepriester kommen da zusammen. Und genau, das wäre doch ein schönes Stell-Dich-Ein, wenn wir genau in der Breite, wie wir heute hier sind, dann am 24. November uns gemeinsam wieder auf der Straße treffen. Am 28. November findet in Magdeburg die alljährliche Innenministerkonferenz statt. Die IMK ist seit 1954 ein Zusammenschluss der Innenministerium der Bundesländer. Sie teilt sich in 6 Arbeitskreise, die nahezu alle bundesinneren Themen umfassen. In dieser Form tagt sie 2-mal. Dieses Jahr findet die IMK unter Schirmherrschaft des sachsen-anhaltinischen Innenministers Holger Stahlknecht statt, der seinen Namen durchaus verdient hat. Unterstützung erhält er vom neuen rechtskonservativen Bundesinnenminister, aka Heimatminister Horst Seehofer. Eines der im Rampenlicht stehenden Themen ist die Schaffung eines bundesweiten einheitlichen Polizeimustergesetzes, kurz PAG. Schon im letzten Jahr wurden hier der Paragraph 113 im Zuge der G20-Proteste verschärft. Weitere Verschärfungen und weite Befugnisse für die Polizei und Ordnungsämter sind in Planung. Blaupause ist das Bayerische Polizeigesetz. Im Kern geht es bei dem neuen Polizeigesetz darum, dass Straftaten verhindert werden sollen, bevor sie geschehen. Dafür darf die Polizei auf Verdacht Wohnungen verwanzen, private Daten abgreifen, potenzielle sogenannte Gefährderinnen vorsorglich einsperren. Smartphones, Clouds und verschlüsselte Chats können ohne richterlichen Beschluss auf Verdacht angezapft werden. Juristinnen und selbst Teile des Polizeiapparates kritisieren das Gesetz, da es in seiner Ausformulierung an vielen Stellen zu allgemein und zu vage ist. Dies eröffnet den Ermittlungsbehörden einen breiten und willkürlichen Handlungsspielraum, der nicht mehr durch das Gericht kontrolliert werden kann. Niedersachsen, Sachsen und Nordrhein-Westfalen arbeiten gerade an ihren Polizeigesetzen. Am Beispiel Niedersachsen zeigt sich, was für tolle Sachen da in Planung sind. Fußfesseln, Taser oder 78 Tage Präventionshaft für sogenannte Gefährder. Wer Gefährder ist, entscheidet natürlich die Polizei selbst anhand vager Richtlinien. Innenminister Seehofer ist, wie schon gesagt, darum bestrebt, solch ein bundesweites Mustergesetz auf den Weg zu bringen, das sich eben an jenem bayerischen Vorbild orientiert. Wie diese Form der präventiven Aufstandsbekämpfung aussehen kann, lässt sich regelmäßig in und um Fußballstadien beobachten. Fußballszenen in der BRD werden in der Regel von den Behörden als Testobjekt für Repressionsmaßnahmen genutzt, bevor sie dann gegen soziale Bewegungen in Anwendung gebracht werden. Fans, die Öffentlichkeit scheuen und diese als Querulantinnen und unliebsame Kritikerinnen stigmatisiert. Nutzt die Staatsmacht dieses Machtvakuum, um ihre einseitige Deutungshoheit festzufestigen. Wie die Ordnungsmacht die Wahrheit zu ihren Gunsten deutet, zeigt sich auch im Fall der Ermordung von Uri Jalloh. Jahrelang wurde mit allen Mitteln bestritten, dass deutsche Polizisten in einer deutschen Polizeizelle in Dessau den gefesselten Asylsuchenden mit Brandbeschleuniger übergossen und angezündet haben. Trotzig widersprechender Aussagen von Polizisten, erdrückenden Beweisen und 2 weiteren Toten in den Jahren zuvor wurde das Verfahren eingestellt. Mit der Verstärkung von Migrationsbewegungen auf dem europäischen Kontinent, ausgelöst durch die lebensbedrohlichen Verhältnisse in Asien, Nord- und Westafrika und dem Nahen Osten, erleben wir seit Jahren eine stetige Verschärfung des vermeintlichen Grundrechts auf Asyl. Auch auf der diesjährigen IMK soll dieses Menschenrecht weiter ausgehebelt werden.
Kernthema ist der bundesweite Aufbau von Abschiebelagern, sogenannten Ankerzentren. Parallel wird die Zusammenarbeit zwischen internationalen und deutschen Aktivistinnen immer stärker bekämpft, zum Beispiel durch das Verbot von Symbolen der kurdischen Freiheitsbewegung und die Organisierung weiterer Repressionen gegen vermeintliche PKK-Strukturen. Es geht in Sicherheitsorganen aber nicht um Sicherheit und Terrorismus, sondern um die Kontrolle der gesamten Gesellschaft sowie der damit verbundenen Beschneidung von Grundrechten. Es geht letztendlich um den Schutz der kapitalistischen Grundordnung. Es geht um die Besitzstandswahrung der Herrschenden, der, die mehr in der Tasche haben als wir, die heute auf der Straße sind. Ein weiteres Gebilde zum Schutz dieses Systems ist die Europäische Union. Die sogenannte Friedensmacht Europa führt Militär- und Polizeiaktionen durch, um diese gesellschaftliche Ordnung des Kapitals zu erhalten und weiter zu stärken. Mit Militärpräsenz und imperialistischen Kriegen werden Handelswege gesichert, neue Märkte erschlossen und die Ausbeutung globaler Ressourcen gewährleistet. Unsere Kritik richtet sich darum, nicht nur gegen den Staat und seine Innenpolitik. Es geht um das gesamte Konstrukt von Unterdrückung und kapitalistischer Herrschaft. Es geht darum, diese Bekämpfung, diese Verhältnisse, die uns unten halten, diesen Verhältnissen entgegenzutreten, ihnen den Kampf anzusagen. Und den Menschen, die wir nicht jeden Tag in der U-Bahn sehen, die aber unser Leben scheiße machen, darum geht es, zu diesen Leuten hinzugehen und zu sagen, fickt euch, fickt dich Seehofer, fickt dich Maaßen, fickt dich Merkel. Wir gehen am 24. November nach Magdeburg, um klarzustellen, Freiheit stirbt mit Sicherheit, keine Polizeiüberwachung, Fußballfans sind keine Verbrecher, Büschis Irok Apo, weg mit dem Verbot der PKK. Seenotrettung ist kein Verbrechen. Unterstützt die kurdischen Genossen, alle zusammen! Bizi Serok Apo! Bizi Serok Apo! Bizi Serok Apo! Die Liste ließe sich endlos lang weiterführen, solange unsere Freunde und Freundinnen in Chemnitz totgeschlagen und auf die Straßen gejagt werden, solange Menschen im Mittelmeer ersaufen, ja? Das ist die Aussicht, die diese Menschen haben. Solange dieser Staat Waffen exportiert und damit Fluchtursachen schafft, solange er einfach andere Länder ökonomisch ausbeutet, damit diese Gesellschaft hier fett und faul vor der Glotze setzen kann, solange ist es wichtig, dass wir eben nicht friedlich sind, sondern diesen Verhältnissen, dieser Gesellschaft den Kampf ansagen und solche Schweine wie Seehofer und Merkel aus dem Amt jagen. Für die befreite Gesellschaft, für die Solidarität unter den Menschen, denn gemeinsam sind wir unteilbar. Dankeschön. Das war ein Redebeitrag der Northeast Antifa. Wir sehen uns in Magdeburg am 24. November.